Schnappen wir uns erstmal das Echo, ja? Bevor wir da hinten lang gehen. Ist doch ein Echo, oder? Ein Echo. Okay, ist eins, ja. Komm her. Hier entlang, Meisterin Janda. Wir sind fast da. Also, was denkt ihr? Es ist alt, verlassen und mitten im Nirgendwo. Es ist perfekt. Wirst du wieder für Saw Gerrera arbeiten? Ich bin nicht sicher. Hab seit Coruscant nichts mehr von ihm gehört. Ja, Fundament. Seer und die Anachoreten entdecken den Ort, der im Archiv ihre Heimatbasis werden wird. Die Anachoreten bringen zum Ausdruck, dass sie Seer im Rahmen ihres umfassenderen Glaubens helfen werden. Okay. Ich muss sagen, dieser Eingang hier, der ist ja super schlecht beschützt. Also wenn das irgendjemand entdeckt... Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Wo geht's denn da oben hin? Komm ich da überhaupt hin? Von hier? Wahrscheinlich eher nichts. Wir kommen von hier da hoch. Okay, cool. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Wo denn? Oh ja, ich seh's. Was zum Henker? Was war das? Ich muss aber auch wieder hier auf Entdeckungstour gehen. Da unten ist eine Kiste. Bevor ich da runtergehe, würde ich gerne erstmal schauen, was es hier oben gibt. Die trockene Ebene. Trockene? Warum trocken? Verstehe ich nicht. Wer war denn das gerade eben? Der ist doch... Hä? Der ist im Boden verschwunden, oder? Der ist jetzt nicht unsichtbar geworden oder so. Okay, vielleicht sehen wir den ja wieder. Ich würde gerne die Kiste mir holen. Die Kiste. Wenn ich da hinkomme. Sieht... Ja, doch. Ja, könnte. Ja, natürlich. Und da ist ein Bart drin, den ich mir direkt anlegen werde. Ich weiß es. Es ist die Macht. Die Macht in mir. Es ist die Nichtmacht. Commander. Oh. Brustplatte und Schulterpanzer eines hochrangigen Kriegers, dessen Namen und Schlachten der Zeit zum Opfer gefallen sind. Ausrüsten. Oh, ja. Gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Sieht ein bisschen warm aus hier in der Wüste, aber... Was soll's. Okay, das ist... Oh, das ist ein Riesengebiet. Oh mein Gott, das ist ein Riesengebiet. Oh, das wird happig. Ja, also, ihr kennt mich. Wir müssen da hinten hin. Und ich habe so viel drumherum zu erledigen. Du willst mich doch verarschen. Das ist mein Tod. Dieses Spiel ist mein Tod. Das ist mein Endgegner. Warum ist denn hier so viel zu tun? Leute! Aber das ist jetzt nicht dieser Wüstensand, der uns verschlingt, oder? Weil dann gehe ich hier nicht auf Expedition. Noch sieht es nicht danach aus. Achso, das warst du. Ich dachte schon. Junge, ist das ein krasses Gebiet. Weitläufig, sehr weitläufig. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen... Den Wüstenkamm. Wir brauchen irgendein Ding, das wir reiten können. Was ist das hier? Ich brauche Schatten. Oh, es ist warm. Ich brauche Schatten. Wie in alten Zeiten. Hier die Verteidigung ausreichend. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Kontakt verhindert. Okay. Kannst du bitte irgendwas tun? Sag mal, Maren. Sag mal, was macht die Maren eigentlich? Was macht die? Jetzt sag mir nicht, ich muss in die Basis zurück. Wir sehen uns in der Wüste wieder. Es tut mir leid. Ich bin selber schuld.
Immerhin liegt es hier rum und es hat keinen Gegner sich eingeheimst. Ja, danke. Wo war ich? Hier war ich, ne? Was ist das denn? Oh, das sind die zerstörten Dinger von vorhin. Die bleiben also. Die scheint ewig weiterzugehen. Ja. Sie überrascht mich immer wieder. Wir schauen erstmal dieses riesige Tor an. Mal gucken, ob wir da durch können. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube eher, das ist der Ausgang. Kommen wir hier durch? Können wir es einfach öffnen? Mit unserer Kraft der Gedanken? Nein. Das geht nicht. Okay. Wird auch wahrscheinlich angezeigt als... Es wird überhaupt nicht angezeigt. Es ist offensichtlich nicht mal eine Tür. Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an hier. Jedes Mal denke ich, irgendein Monster greift an, aber sie macht nur ihre Tricks. So, was gibt's denn? Was gibt's denn da oben erstmal? Sieht aus, als könnten wir hier eine Abkürzung nehmen. Was war das denn? Abkürzung freigeschaltet. Ach so, ach hier sind wir. Ach, da geht's in die Basis. Oh, das ist natürlich praktisch. Okay. Gut, gut, gut. Was ist das hier? Kann man hier entlang rennen? Wie komme ich da hoch? Klar. Neuer Musiktrack. Wieder am Wasser. Also jetzt haben wir aber... So langsam kommen wir aber ran an die Musiktracks. Eigentlich wollte ich hier hin. Ja, genau da wollte ich hin. Hey, wie soll ich denn da rankommen? Komme ich da überhaupt hin? Ich probiere es noch einmal, aber... Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Alles in der Wüste völlig gleich auszusehen. Du musst dich auf die Unterschiede konzentrieren. Dann verirrst du dich nicht. Was haben wir da aufgenommen? Gut gesehen. Oh, eine Schriftrolle. Ach so. Ja gut, haben wir mitgenommen. Die war ziemlich gut versteckt. Ziemlich gut. Die haben uns redlich verdient. Das nächste, was wir uns anschauen, ist diese Hülle. Hier sehe ich jetzt nichts blinken. Auch nichts bewegen. Ja, ist natürlich sehr leer hier alles, ne? Ich meine, es ist eine Wüste. Aber muss sie so leer sein? Muss das? Kann man da hoch? Nö. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Das hier sieht aus wie eine Sackgasse. Dann gehen wir hier erstmal lang. Du kommst nicht mit? Das solltest du alleine erledigen. Warum? Warum? Du Verräter. Was ist denn hier? Das solltest du allein erledigen. Das Gegner? Die Vögel backen vor sich hin. Da hinten ist auf jeden Fall ein blinkendes Objekt. Ich habe kein gutes Gefühl irgendwie dabei. Die lässt uns hier im Stich. Goldenes... Oh mein Gott. Hilfe!
bin her. Okay. Hey, bitte. Gott, komm her. Zwei haben wir noch. Ich muss vorsichtiger sein. Hilfe bitte. Freunde. Ein goldener Skryton oder Skryton. Das raue Klima auf Jeddah zwingt die Bewohner dazu, sich entweder anzupassen oder zu sterben. Ja, ich passe mich an und werde zu Gold. Würde ich auch gerne machen. Der goldene Skryton oder Skryton hat das auf die Spitze getrieben. Dieser Spitzenpredator ist noch größer als der ohnehin schon furchterregende Skryton, greift härter an, bewegt sich schneller und hält länger durch als fast alle anderen Bestien auf dem Planeten, was ihm einen schrecklichen Ruf eingebracht hat. Aber wir haben ihn besiegt. Legendärer Gegner! Das war ein legendärer Gegner? Boah. Ich meine, ja, na klar. Kein Problem. Was auch immer da hinten ist, ich will, dass es sich lohnt. Es ist, okay, es ist so ein Ding. Interagieren. Was gibt's? Gesundheit. Unnachgiebig, ein neuer Bonus. Okay, nehme ich. Nehme ich gerne an mich. Sonst gibt's hier nichts. Wo ist der goldene Skryton? Der ist weg. Ich wollte mich hier hinten noch umsehen, aber... Ich glaube, hier gibt nichts. Hier gibt nichts. Sonst gibt's hier nichts. Ja, erhaltenes Upgrade haben wir schon. Okay, ja, das war's. Alter Marin, ganz ehrlich... Ich meine, ich kann es verstehen, das Spiel möchte nicht, dass wir Hilfe haben bei solchen Gegnern, aber was für eine lächerliche Ausrede. Wie ist das gelaufen? Es ist erledigt. Das solltest du alleine machen. Reese wird es nicht zugeben, aber er hat dich vermisst. Ich habe ihn auch vermisst. Aber wenn du ihm das sagst, wirst du es bereuen. Hab verstanden. Oh, mit den Dingern können wir uns schneller bewegen. Das sollten wir ausnutzen. Komme ich hier hin, ohne dass ich sterbe? Ja. Okay. Marin ist auch schon da. Let's go. Langsam, langsam. Ja, ja, alles wird gut. Hier komme ich nicht durch. Danke für die Hilfe. Thank you. Wir kommen gleich wieder. Hier kommt man wohl nicht durch. Warum nicht? Warum kommt man da nicht durch? Da muss es einen anderen Weg geben. Es muss. Sag mal. Hä? Du wirst ja wohl da hochspringen können. Okay, nehmen wir halt den kompletten Weg außenrum. Gibt's hier irgendwo einen Eingang dazu? Das sieht alles nicht danach aus. Pfad der Wiederherstellung. Oh, hier können wir rein. Ah, okay. Ja, ich laufe hier falsch rum. Ich laufe falsch rum. Ich muss hier lang.
Ja, ist ja gut. Sehr gut. Hier können wir rein. So schnell. So, danke dir. Ciao. Was gibt's hier? Wieder einen legendären Gegner. Kein? Gut gekämpft. Ja, danke. Wow. Gegen so drei Käfer hilft die uns, weißt du? Aber gegen so einen goldenen Skryten. Mach das mal lieber alleine. Die Galaxis versinkt im Chaos. Ich suche nach geistiger Klarheit. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das Imperium hat mein Zuhause zerstört. Alles, was mir geblieben ist, ist nur das bisschen Weisheit, das ich mit mir trage. Mhm. Dann lass uns gemeinsam reisen. Der Weg zur Pilgerzuflucht ist weit. Pilgerfahrt. Pilger diskutieren die Gründe ihrer langen Reise nach Jeddah. Okay. Dann lassen wir die doch mal diskutieren. Was ist das hier? Das ist eine... Wow, hier ist aber nichts. Eine Steinplatte. Hier ging es noch weiter, ne? Nein? Moment mal, irgendwie... What the fuck? Mehr kannst du nicht? Alter, willst du mich verarschen? Bleib wachsam. Ja, komm. Doch, kann ich tatsächlich. Ja, haut nur ab. Schlecht, Jedi. Haut nur ab. Oh mein Gott, da hinten. Fuck, ey. Warst du schon mal hier? Ja. Ich habe nicht weit von hier einen Pilger vor einem Sturmtruppler gerettet. Mhm. Aber hier muss es doch noch einen Weg geben. Das ist doch nicht alles gewesen. Oder doch? Ich meine... Versperrter Weg. Es ist... Ah, okay. Das ist gar nicht miteinander verbunden. Ich dachte, das wäre verbunden. Ja, dann nicht. Dann eben nicht. Komm her. Bereit, Maren? Direkt hinter dir. Cool. Gut gemacht. Hm, komm hier hoch mit dir? Wohl nicht. Thanks for the ride. Nee. Gar keinen Bock jetzt. Ich schau mich lieber um. Ich will erkunden. Ich hatte dich erwartet, heute auf einen Jedi zu treffen. Du solltest jederzeit für jede Art von Bedrohung bereit sein. Das bin ich. Also, dann. Wo sind die? Hä? Wo fahren die? Wo kamen die Stimmen her? Kann ich hier hoch? Nee. Hm. Ich kann hier wohl nicht lang. Warum auch immer. Da oben gibt es auf jeden Fall irgendwas. Und ich kann hoch... Aktuelle Position. Hier kann ich hoch? Direkt neben mir? Wow. Okay. Marin? So, ist jetzt die Frage, was mache ich von hier oben?
Mach dich kampfbereit. Ja, ja, ich mach mich. Aber... Das wird nicht klappen. Hä? Soll ich denn da weiterkommen? Kann ich hier rüber springen? Geht das? Ich probier's. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, was ich hier tue. Da kann ich ja niemals rüber. Ein versperrter Weg. Wir kommen also hier nicht weiter. Okay. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Map uns aufklärt. So von wegen, das wird noch nichts, Kollege. Du bist noch nicht bereit. Hau einfach ab. So können wir später wiederkommen. Wenn es grün ist, anstatt rot. Wollen wir gegen dich kämpfen? Wollen wir das? Wir wollen. Der hat gesessen. Ich mag eigentlich die diesen neuen Kampfstil. Ist wuchtig. Wuchtige Schläge. Magisch. Was hast du auf deinen Reisen durch die Galaxis gelernt? Dass es manchmal das Beste ist, keine Fragen zu stellen. Mm. Und den Weg vor sich im Auge zu behalten. Mhm. Ich verstehe. Mit anderen Worten, Kerl, halt's Maul. So, wo sind wir denn hier? Wir gehen... Okay, wir sind tatsächlich auf dem richtigen Weg, ne? Wobei ich mir diesen Abschnitt auch gerne angucken würde. Und diesen hier auch. Unentdecktes Gebiet. Ein Gerücht. Die Gerüchteküche brodelt. Okay, CS-Archiv. Ja, wir sind jetzt momentan hier. Also, was ich mache ist, wir schauen uns hier ein bisschen um, gehen zu diesem Meditationspunkt, gehen aber nicht weiter, sondern beamen uns zurück, um den Rest uns anzugucken. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Aber zu dem Meditationspunkt muss ich auf jeden Fall, weil, Junge, ich habe keine Stims. No Stims, no fun. Okay. Sag mir, wir kommen da drüber. Danke. Eine Kiste gibt's auch. Gratis dazu. Das ist nobel. Nobel, nobel. Mit einem Bart. Kaminoana. Klar. Na, du Vogel? Ich muss meine Mitte. Wo sind wir hier? Ja, das müssen wir wohl. Wüstenkamm. Ausruhen. Boni, wir haben einen Boni bekommen. Welcher ist das? Unnachgiebig. Absorbiere einen Treffer, wenn du den Blaster auflädst, ohne dabei unterbrochen zu werden. Hm. Ist gar nicht so schlecht, aber... Ich glaube, die anderen Sachen, die wir haben, die sind doch ein bisschen besser. Momentan nutzen wir den Blaster eh nicht. Den nutzen wir momentan sowieso nicht. Dann ergibt sich die Frage, müssen wir dann die ganzen Boni, die wir momentan angelegt haben, noch tragen? Blockanzeige, zertrümmern, Präzision, okay, ja, hat alles nichts mit dem Blaster zu tun, das hier, Treffsicherheit war's. Okay, cool. Ich würde... Weißt du was, wir reisen jetzt schon zurück. Was ist das hier für ein Ort? Anachoretenbasis ist das. Ich würde gerne diesem Gerücht hier folgen. Was ist das nochmal?
Erforsche die Ruine im Norden der Wüste. In der nördlichen Wüste von Jeddah gibt es Ruinen, die Meister Cordova einst besucht hat. Vielleicht könntest du seinen Spuren folgen. Vielleicht. Vielleicht können wir das machen. Nein, da will ich keinen Pin. Ich will da hinreisen. Ach so, ich muss erstmal den hier machen. Ja, ja, klar. Ich vergaß. Schnellreise. Ich möchte hier hin. Wo ist die? Hier. Ist das die? Das Archiv? Gab es da nicht einen anderen Punkt? Ich war mir ziemlich sicher, dass da ein anderer Punkt ist, aber... Aber gut. Kommen wir denn da hin? Geschützter Hohlraum. Okay, das ist alles falsch. Das ist ja komplett weit weg. Archiv ist ja tausend Meilen entfernt. Verborgener Hangar. Nein, nein. Ich gehe mal die Dinger durch. Das Archiv. Ich glaube, das ist tatsächlich der nächste hier, ne? Das hier? Verborgener Hangar? Echt jetzt? Ja, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Scheiße. Ich dachte echt, wir sind irgendwie woanders. Können wir da raus? Okay, ich bin bereit. Ist das nicht noch weiter weg? Kommt man hier raus? Hier kommt man gar nicht raus. Scheiße. Ich habe das Gefühl, wir sind hier komplett falsch. Moment, aber hier ist doch irgendwo... Ja. Hier. Ja, wir sind richtig. Wir haben ja da eine Abkürzung freigeschaltet. Glaube ich. Und die nehmen wir jetzt. Die Abkürzung. Sorry, aber wir müssen uns das ansehen. Es ist ein Gerücht. Wir müssen diesem Gerücht nachgehen. Die Gerüchteküche brodelt, Freunde. Ohne Ende. So, hier und dann dort. Ja, da kommt man nämlich raus. So kommen wir raus, dachte ich. Bis gerade eben. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Und dann kommen wir nämlich diese Abkürzung entlang. Hier rechts. Ja. Sei gegrüßt. Hi. Na? Was geht? Hoch. So, sind wir richtig jetzt. Genau. Und jetzt gehen wir nicht links lang, sondern eben rechts. Und wir haben da eh einen Punkt übersehen. Ein Meditationspunkt. Da bin ich einfach nicht hingegangen. Keiner weiß warum. Weil jeder normale Mensch geht erstmal dahin, weil es da leuchtet. Nur ich nicht. Wo ist dieser Punkt jetzt? Okay, das war das, was wir nicht, Mach dich kampfbereit. Och, nö. Eure Seelen sind verloren. Scanner ist ausgefallen. Ergib dich. Willst du mich verarschen? Das wollte ich nicht. Im Kampf nicht verfügbar? Konnte man den nicht scannen? Nein. Ach, jetzt kann man ihn scannen. Kommt jetzt mit uns? Deckung hoch. Okay. Der kommt jetzt mit uns, ne?
Konnte ich nicht irgendwas scannen hier gerade? Oder war er das? Sag mal, kommst du nicht mit uns? Wofür habe ich dich gescannt? Oh. Hallo. Hey. Süß. Okay. Ich dachte echt, wir können hier irgendwas scannen. Offensichtlich nicht. Na dann nicht. Wo ist jetzt... ich werde immer abgelenkt. Da hinten ist der Meditationspunkt, den wir mal bereist haben. Den wir vorhin bereist haben. Was ist denn hier drin? Oh, ich... Schlimm. Oh, bitte. Oh. Okay. Ja, ja, hier sind wir richtig. Hier müssen wir lang. Hier würde ich auch gerne lang und dann diesen Weg hier. So machen wir es. Aber erst einmal schauen wir uns in dieser Höhle um. Hast du mir mal bitte? Oh, gute no. Okay. Wow, das hat's voll gebracht. Na klar. Was sind das für Viecher? Die explodieren. Ne, noch nicht. Eine Schriftrolle? Wo hab ich die denn jetzt her? Yes! Oh mein Gott. Wie in alten Zeiten. Klar, wie in alten Zeiten. Ich hatte noch nie so ein Schwert. Wie in alten Zeiten. Wir haben ihm einfach so einen Arm abgerissen. So, was ist das hier? Nichts. Was gibt's hier? Ein Echo. Ich frage mich, ob man die Macht benötigt, um diese heiligen Stätten zu betreten. Dieser Sand birgt die Weisheit aller, die darauf vor Jahrhunderten wandelten. Bemerkenswert. Das allein war die Reise wert. Ist das so? Die Pilger von Jeddah. Pilger auf Jeddah diskutieren Gerüchte über Jeddah. Wir haben einiges zu erzählen, wie es aussieht. So, das haben wir uns verdient. Was auch immer das ist. Ich spüre Macht. Ich sag's doch. Die Macht ist einfach in mir. So, tschüss Freunde. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ja, okay. So, ist jetzt immer noch die Frage, das Ding hier. Haben wir das? Das haben wir noch nicht, aktiviert, oder? Ist deswegen? Ich will da erstmal hin. Ich will das Ding erstmal aktivieren. Deswegen konnten wir das nicht sehen bei der Schnellreise. Okay. Wo ist es? Da hinten. Ich sehe es. Ich sehe es blinken. Okay, was sind das hier für Orte? Da ist unser Taxi. Noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Gleich. Es macht Sinn, wenn wir das Ding nehmen. So, guck mal hier. Konzentration. Entdeckt. Ausruhen, bitte. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Vielleicht können wir den nutzen. Mhm. Macht. Ich gehe mal auf Lichtschwert. Für unsere Parierstange. Oh ja. Reißender Schlag. Halte Viereck, um einen einzelnen Schlag mit hohem Schaden auszuführen. Für den aber lange ausgeholt werden muss. Wie lange? Ja, das geht. Das ist okay. Auch nicht viel länger als der andere Schlag. Okay. Nehme ich. So, das heißt.
Da ist ja der hier viel langsamer, aber das ist halt der schwere Schlag, ne? Deswegen wahrscheinlich. Ja, da hinten sind wir raus. Ich hätte einfach geradeaus gehen sollen. Es wäre viel schlauer gewesen. Scheiß drauf. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Oh, ein Echo. Kann ich das von hier? Whoa. Kann ich nicht. Zu langsam, Kollege. Der Finisher ist einfach brutal. Der ist brutal gut. Ich liebe diesen Finisher. So, erstmal hier. Echo. Ein Skelett. Gut gekämpft, Bestie. Du erinnerst mich an zu Hause, weißt du? Hattest du Hunger? Oh, Marin. Jetzt wirst du die anderen Kreaturen nähren. Die Bestien von Jeddah. Die Wüsten von Jeddah sind die Heimat zahlreicher tödlicher Kreaturen. Absolut. Da kann man nichts zu sagen. Also nichts anderes. Okay. Können wir... Oh mein Gott, ich dachte gerade, das Ding hat seinen Kopf verloren. Was war das denn? Wie viele Unterschlupfe hat der Pfad noch? Ich weiß es nicht. Aber viele dürften es nicht sein. Ich guck erstmal. Weißt du was, wir gehen auf unsere Zwischen. Auf unsere Nebenmission. Sturmtruppler. Und los. Das tötet die nicht. Vorrücken! Seht euch doch an! Könnte eine Falle sein. Ich hoffe, unser Vieh stirbt nicht. Schneller! So ist es gut. Nice. Okay. Einfach zertrampelt. Stellung halten. Ja, das wollte ich nicht. Genau so. Wow. Also wirklich schlau sind die nicht. Leg eins Hörn zu. Shit, komm schon. Na bitte. Immer noch nicht tot. Jetzt aber. Das ist ja ein Schaderkampf. Dafür haben wir einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Geil. Okay, sehr gut. Weiter. Spring. So, hier können wir hoch. Okay. Und von hier können wir dann darüber und uns die Siedlung anschauen. Und genau das würde ich gerne tun. Pfad der Hartnäckigkeit. Oh. Da könnte man hoch. Ich gucke erstmal, was es hier gibt. Nix. Oder geht's hier weiter? Oh, hier geht's auch weiter. Das sieht mir aber eher nach dem richtigen Weg aus, ne? Und was ist das für eine Kugel? Was? Hier können wir noch nicht lang, ne? Nein, da können wir nicht lang. Aber hier geht's hoch? Hier geht's doch gar nicht hoch. So, mit voller Gewalt. Auch das bringt nichts. Vielleicht sind wir hier noch nicht
Vielleicht müssen wir erst auf dem Rückweg hier irgendwas machen. Vielleicht. Wir gucken mal. Wir gehen erstmal diesen Weg hier. Willst du mich verarschen? Hierher, BD! Tragt mir den Kampf zum Feuer! Ich beobachte dich! Er hat gesessen. Oh, was? Scannen! Oh ja, gern! Willkommen, Reisende! Ist der Weg blockiert? Suche einen anderen. Ruhe und Nachdenken weisen die Richtung. Cordovas Reisen auf Jeddah 1. Eno Cordova berichtet von seinen Untersuchungen in der Wüste von Jeddah. Ach so. Sowas wie ein Logbuch. Wie ein Audiolog, sozusagen. Okay, cool. Das heißt, wir werden einen Führer haben hier, einen Fremdenführer, einen Turi. Ein Experte für diesen Ort, der uns mehr erzählen kann. Finde ich gut. Machen wir so. Wie kommst du denn hierher? Du wirst dich ergeben. Junge, habe ich mich erschrocken. Wo bist du? Ist er weg? Ist er tot? Der ist da runtergefallen, glaube ich. Aktivieren. Eine kleine Abkürzung. Nice. Okay, was haben wir hier? Hier kann man auch hoch, ne? Gegner voraus. Was ist das hier? Warum kann ich hier hin? Hey. Okay, Moment. Das muss doch einen höheren Sinn haben, dass ich hier hochgeklettert bin. Offensichtlich gibt es keinen höheren Sinn. Dieser Ort ist ein bisschen verwirrend. Aber es wird schon seine Richtigkeit haben. So, hier könnten wir jetzt hoch. Ah, ich schaue es mal hier. Was für eine Aussicht. Viel schöner ohne diese Pilger. Die vermisst keiner. Es ist meine erste Pause seit meiner Ankunft. Schön mal loszulassen und die kleinen Dinge zu schätzen. Finde ich auch. Gefällt mir sehr gut. Und genau deswegen, mein Freund, kannst du die Aussicht genießen. Von da unten! Bringen wir sie zur Schwester Task. Schriftrolle, thank you. Sowas lädt halt ein, ne? Oh. Versuchen wir es damit. Okay, wir haben jetzt diesen Weg hier frei gemacht. Warum? Oh, okay. Ja, na klar. Okay, Moment. Ja. Jetzt kommt die Kugel ganz nach oben. Ich glaube, das hat geholfen. Das glaube ich auch. Aber was hat das geholfen? Was? Oh, Moment. Wenn ich das Ding hier wieder zurückhaue, dann ist das Ding... Ja. Aber jetzt kann ich mich ja hier... Ah, okay. So, das hat mir gefehlt. Dieser Gedanke. Wir haben hier eine reelle Chance, uns dem Imperium zu beweisen. Statistisch betrachtet. Gegner näher. Shit. Das wollte ich nicht. Wir haben offenbar keine Nahkampfunterstützung mehr.
Guten Flug! Okay, ich weiß gerade nicht, was wir aktiviert haben mit dieser Kugel. Aber irgendwas haben wir aktiviert. Ich weiß halt nur nicht, was. I don't know. So, Freunde, hey. Na? Ja, kommt mal her. Stellt euch den Zorn von Datomir. So. Willst du mich verarschen? Integrierte Pferde. Sie wehren sich immer noch unklug. Du wirst dich ergeben. Oh, man kann den auch nicht abbrechen, ne, diesen Angriff. Der ist gar nicht gestorben. Das werden Sie bereuen. Oh yes. Das war ein Tag-Team-Angriff. Vollstrecker Sicherheitsdroide. Oh, den kannten wir noch gar nicht. Diese Sicherheitsdroiden mit einem Schlagstock sind eine Variante der KX-Reihe und dienten primär der Ausbildung imperialer Sturmtruppen mit dem Elektrostab. Ihre Bewegungen ähneln daher Scout-Trupplern, sind aber mechanisch so fortgeschritten, dass sie in Kombination mit einem verstärkten Chassis deutlich gefährlicher sind. Interessant.